Moin Moin und willkommen zurück bei Valheim Mistlands. Wir haben das letzte Mal wieder richtig an das Maul bekommen. Wegen diesen komischen riesen Tentakelgehirn. Die sind übel. Ich weiß ehrlich gesagt auch noch nicht, wie ich mit denen zurechtkommen will oder sonst was. Ich habe unsere Sachen jetzt aber einmal schon mal wiedergeholt. So viel Zeit war ja da. Erst sind wir abgeflogen. Ich bin kurz hin, habe die Sachen gesammelt und wieder zurück. Das war recht simpel. Was mich jetzt aber mal interessieren würde, muss ich mich gleich mal gucken. Damit meine ich jetzt noch nicht mal Mörser und Stößel, weil uns dazu einfach das schwarze Marble fehlt. Hier. Black Metal Pickaxe. Die würde ich gerne mal ausprobieren auf dem normalen Gestein in den Mistlands. Wir haben davor noch alles da. Leid. Jetzt gucke ich nochmal, ob hier was irgendwie Tolles noch bei ist. Nein. Aber unserem Handwerkstisch gab es Ballistenbolzen. Steht da vielleicht auch irgendwo, wo ich eine Balliste herkriege? Kann ich die mit Pfeil und Bogen machen? Das wäre lächerlich. Das werde ich ausprobieren. Wir werden noch gleich welche machen. Steine. Ja, du bist regenommen auch Stein. Also kannst du damit rein. Ist schon in Ordnung. Gegnerloot. Das da? Haut. Trophys, ey. Und dann wird das einfach so schnell voll, ne? Es ist übel. Warte, ich habe hier dieses komische Kupfer-Scrap. Kann ich das einfach hier reinpacken in die Schmiede? Kommt dann Kupfer raus? Mich mal interessieren. Ich vermute mal. Fleisch? Ich hänge das ganze Fleisch jetzt einfach mal an. Ich habe auch noch Seeker Meat. Kein Platz mehr? Oh. Oh. Da kam doch ordentlich was rum bei den Haaren. Was haben wir denn jetzt? Bis jetzt nur Hermit, Haremit, wie auch immer. Da ist jetzt aber was Neues bei. Da bin ich mal gespannt. Und die Schwarzmetallspitzhacke können wir uns, glaube ich, relativ entspannt machen. Kann nur sein, dass wir nochmal Kohle holen müssen. Seekermit. 60-20? 60-20 ist das gleiche. Das ist vollkommen in Ordnung. Und jetzt gucken wir mal oben, was rausgekommen ist. Vermutung wäre natürlich einfach nur ein Kupferbarren. Weil aus Iron Scrap wurde auch Iron. Und dann... Oh, wunderbar. Kupfer. Gut. Ist in Ordnung. Ich brauche Schwarzmetall. Ich brauche mehr Schwarzmetall. Da ist schon mal mehr Schwarzmetall. Allerdings brauche ich, wenn es danach geht, auch mehr Kohle. Was wiederum bedeutet, das ist vielleicht gar nicht mal so dumm, nochmal vorbeizuschauen in den Aschelanden. Da gibt's relativ schnell Kohle und das Leveln von Dingen. Aber eigentlich mit Pfeil und Bogen mal ausprobieren. Dann können wir Pfeil und Bogen nämlich ein bisschen leveln, weil ich befürchte, ich erwarte, dass wir Pfeil und Bogen jetzt in den Mistlands doch sehr
verstärkt nutzen werden. Moin, Leute. Ich nehme trotzdem gerade das Schwert. Nennen wir es mal Problem. Ich bin ja nur nicht sicher, was ich mit den ganzen Zotling kehren soll. Schwarzmetallkiste bauen, wo ich die Kerne sammle. Das ist eine gute Idee. Man weiß ja nie, wofür man es braucht. Hey, du da. Oh. So, ein bisschen Kohle. Gehen wir wieder Richtung Portal. Normalerweise spawnen in der Zwischenzeit immer so viele. Oh, ist schon wieder welche im Wasser gelandet. Gibt hier noch mehr? Oh, guck mal. Wie cool haben wir jetzt? 16 Stück, das geht so viel schneller als mit dem Holz. Ui. Frech. So, Portal. Da ist das Portal, guck mal. Und schon sind drumherum Riesenhaufen von denen gespawnt. Perfekt. Hä, wo hast du denn hingeschossen? Das war wohl ein Bier zu viel. Ja. 47 Kohle? Geil! Das sind schon wieder zwei ganze Ladungen von dem Ofen voll. Ey. Hier, was soll das? Da liegt auch noch so viel rum. Hier liegt überall Kohle im Wasser. Na schade, ich dachte, ich versuche mal mit freiem Bogen. Ja. Ich bin gierig. Das darf man nicht vergessen. So. Mir fällt gerade aber ein, ich glaube, dieses riesen Tentakelgehirne machen doch eigentlich Feuerschaden. Also ich glaube, das ist Feuerschaden. Wieso? Wirklich, wieso zum Teufel kriege ich so verdammt viel Schaden, wenn ich feuerresistent bin? Das ist so der Punkt, der sich mir noch nicht ganz erschließt. Mal gerade überlegen, ich könnte noch mal ein Met machen für Feuerresistenz. Dann hätte ich eine feuerresistente Rüstung, feuerresistent Met und dann könnte man vielleicht noch den großen Zauber von Jagdlot mitnehmen, dann hätte man noch mal Resistenz gegen Feuer. Ich frage mich, was ohne
diese Rüstung wohl dann noch schon an Schaden durchkommen würde, weil wenn ich nicht mal feuerresistent wäre, ich glaube, das wäre echt übel. Boah. Kann sogar sein, dass wir noch mal ein paar Kobolde jagen müssen. So, Yggdrasilholz. Dann machen wir uns mal die neue Pickaxe. Komm, nehm dich mal aus der Hand, dann bist du schneller. Ach so, Moment. Tada! Haben wir sie. Stimmt, ich wollte noch Ballisten machen. Ballistenbolzen. Mir einfach mal davon zwei. Ich glaube, Holz und Federn war das für andere noch. Federn. Holz. Jetzt bin ich mal gespannt, ey, die der mit dem Bogen abschießen kann. Das wäre natürlich eine üble Nummer. Missile auf was anwenden? Ich glaube, es gibt dahingehend wirklich noch eine Balliste. Pack das mal trotzdem bei Equipment jetzt rein. Oh, ja, ist ganz schön voll hier drin. Ich brauche nämlich auch meine Eisenspitzhacke nicht mehr. Ich glaube, ich brauche ernsthaft eine zweite Kiste für Equipment. Ich könnte nochmal austauschen, also Werkzeug und Kleidung könnte ich nochmal voneinander trennen. Das würde nochmal halbwegs Sinn ergeben. Hitze, Holz. Mit der Spitzhacke gucken wir gleich mal, ob wir vielleicht tatsächlich Black Marble bekommen? Wir schauen einfach mal. Neue Spitzhacke, neue Steine, neues Glück. So viel zur Theorie. Schiff. Ich bin sehr gespannt. So, Mr. Hase. Gucken Sie uns zu, wie wir hier gegenkloppen. Oh. Moment. Bist du böse? Freundlich? Okay, warte, ich muss mal gucken, ob das komische einsternige Riesengehirn weg ist. Es ist noch weg. Ach, die dämlichen Zecken.
da liegt noch mehr Black Marble, oder? Oh, jetzt haben wir schon mal zwei. Für irgendwas Cooles brauche ich schon mal mindestens 8. So. Bin gespannt. Das gab auch nur Stein, glaube ich. Ich probier's noch ein drittes Mal. Gab nur Stein, okay. Da kam es dann also schon mal nicht her. Hat es vielleicht ein Gegner gedroppt? Das könnte doch ein Gegner-Drop gewesen sein. Probier mich mal weiter an dem Ding da, was da so leuchtet. Hammer Sünde, aber gib mal her. Ich glaube, die kriegt den, irgendwie nicht kaputt. Na ja, egal. Auf in Richtung Fliegehirn. Ich nehme mal den nochmal mit. Nochmal Ausdauer mehr. Noch so einer. Ich bin sehr begeistert, dass die freundlich gesonnen sind. Sagen wir mal. Das heißt nicht, dass sie freundlich sind. Das heißt bis jetzt nur, dass sie nicht böse sind. Warte mal, das nehme ich mit. Sind diesen Mist, der ist einfach alles ekelhaft und tödlich. Mal abgesehen von den freundlichen Zwergen mit den Armbrüsten. Alter! Wisst ihr, dass das sehr Unschöne daran ist? Ist mir vielleicht tatsächlich ein Ticken zu schwer, um das als Let's Play zu machen und dabei Spaß zu haben. Ich weiß nicht, wie ich das jetzt beschreiben soll. Das ist übel. Ich gebe mir mal die Ausdauer. Das ist ekelhaft. Das wäre aber wieder Pfeil und Bogen, hätte sich das Problem natürlich gelöst. Ich dachte aber, ich probiere es mal im Nahkampf.
absolute Katastrophe. Gut, vielleicht gibt es auch irgendwelche allumfassenden, super krassen neuen Waffen, die sich dann dem Problem annehmen, würde ich mal sagen. So. Ist halt schon übel. Das zieht runter, wollte ich damit sagen. Welcome. Woo. Hi. Ich hätte mal den Ausgeruht-Buff mitnehmen sollen. Wo genau bin ich eigentlich gestorben? Scheint ein bisschen weiter weg zu sein. Warte, da ist ein toter Hase. Den nehme ich schon mal mit. Oh? Haben wir die Richtung? Ich glaube, da liegt noch was Totes rum, oder? Nee, nee, nee. Sieht nur komisch aus. Die Richtung noch weiter. Die ist kalt. Ja, das ist ärgerlich. Kalt, nass und hart, sag ich dazu nur. Da hinten ist es. Okay, wo ist dieser ekelhafte Seeker jetzt abgeblieben? Jetzt nicht, dass ich ihn vermisse oder so. Aber ich wüsste gerne, wo meine Erzfeinde sind. Ich glaube, unsere Weitsicht ist gerade aufgrund des Nebels komplett für den Arsch. Hey. Hammer gruselig. Ich habe bei allem Angst, dass es mich umbringt. Selbst wenn es nur ein Schatten ist gerade.
Nee. Wir gehen aber wieder nach Hause. Ohne ausgeruht, Buff. Ist es richtig dumm hier zu sein, glaube ich. So ein paar von denen kann man ja durchaus noch mal mitnehmen, ne? Oh, Sternchen. Ein Ex-Sternchen. Bei denen freue ich mich darüber, dass ein Stern dran ist. Schon mal geguckt, da was drauf ist? Erzvorkommen oder so? Ich könnte natürlich auch unseren hier verborgenen Items, unsere Erzwinschelroute mal auspacken. Vielleicht gibt die uns ja spannende Auskünfte hier. Auf jeden Fall gehen wir nach Hause. Tag 150. Yay! Ein weiterer Tag überstanden. Warte mal, dann muss ich die Sachen reparieren? Nö, okay. Oh! Okay, ich muss das mal sacken lassen wieder. Wir machen dann jetzt auch hier mal wieder Feierabend. Wow, ich sag trotzdem schon mal vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es gefallen hat, super gerne Bewertung da lassen. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.